Ärzte lieber, das war alles so heimlich, heimlich. Ja. Die Mütter waren ja damals so, zum Beispiel bei uns Mädels, ach ja, kein Junge an dich ranlassen oder so. Ja, nicht. Naja, und sie wollte das eben nicht, dann haben wir uns eben heimlich getroffen und uns lieb gewonnen. Wollten es nicht ab nachts. Hör mal, ist das noch nicht gut? Nee. Du musst bloß noch Salz in die Kartoffeln machen. So. Du schaffst das ab. Fließt alles aus den Händen. Was sind Kosten? Du musst nicht so viel. Du musst nicht so viel naschen, dann wird es zu fett. Aber kein Apfel hier. Also, Apfel ist gut. Hm, halt. Ja, halt. Nochmal kosten. Also mit der Aufklärung. In der Jugend. In der Jugend, das gab's nicht. Klar haben wir darüber gesprochen. Wenn wir da mal so mit jener oder jener, die so mit allem Mann da, ich hab's ja auch, die da so, wollen wir sagen, so eine, naja, wie sagt man, so Straßeneckenhure oder sowas da mal so mit der da ein bisschen was gehabt hat. Ja, aber da haben wir doch klar, haben uns da als Bengels drüber unterhalten, das war klar. Aber über Sex oder... So gar nicht. Nicht, da gab's nichts. So, ja, aber unter uns, wenn wir denn mal so unter Brüder, ja, so unseren Kram gemacht haben und dann, so, ja, das war natürlich klar, aber so... Sozusagen gelästert und ja, das, ja, über den und den. Ja. Oder wenn irgendwer was sagen, ja, du mit deinen Kleinen kannst sowieso nichts machen und so auf diese Art und Weise, ja. Das war dann unter den Brüdern, so. Aber sonst so war nichts mit irgendwie Aufklärung. Und bei den Mädchen ist das. Ja, bei den Mädchen ist das nicht gewesen. Das war bei alles immer nicht. So hier. So. Nee, ja. Bei uns war das nicht so. Meine Mutter war 43, als ich geboren wurde. Ja. Ich war noch so nachgekommen, ich hätte ja meine Oma sagen können. Und ja. Die hat mich überhaupt nicht aufgeklärt. Und sie muss doch gesehen haben, wo ich mich so langsam zu einer jungen Frau entwickelt habe. Na halt, stopp. Da musste ihr mal ein bisschen was sagen. Das hat sie nicht getan. Nee. Und ich hatte ja eine dolle Angst. Ich war 10 Jahre, ich brauche jetzt nicht sagen, wie und was, aber es kam was, mit was ich nicht fertig wurde. Und da habe ich das alles heimlich versteckt. Und meine Mutter findet das in der Wäschekiste. Ach, was hast du denn da gemacht? Ich sage, na Mutti, ich habe mich hier irgendwo gekratzt. Das war das, wo ich wirklich Angst hatte vor meiner Mutter und so, weil ich nicht wusste, wie geht das überhaupt im Leben voran, was kommt da auf dich drauf zu. Und der Einzige, der mich wirklich aufgeklärt hat, war mein Mann. Ja, der, also ich hatte ehrlich. Von nichts Angst, Ahnung gehabt. Keine Ahnung gehabt, auf Deutsch gesagt. Ja, das hat meine Mutter bei mir versäumt. Aber zwischen uns sitzen, Händchen womöglich noch irgendwo draufpacken, ja nicht berühren. Die erste Zeit, naja, ja, das ist ja nachher nicht ging es ja. Ja. Aber so. Wo ich das erste Mal mit hochgekommen bin, ja. Ja, da saß sie noch zwischen uns. Weil wir hatten da auch so ein Sofa. Das war nicht so ein Couch, sondern ein Sofa. So ja. Muss ich noch so ja. Schnörkelt. So. Und da hat immer zwischen uns. Ja, ich habe da gesessen am Kachelofen, weil es da mal schön warm war. Und ich habe den hier und sie da. Ja, und sie hat ja nur eine Mitte drin. Ja.
Ich aber naja, ich habe ja gedacht, weißt du was? Mich kam das auch komisch vor, als ich das meine Mutter erzählt hat, wie das war. Ja. Meine Mutter, die hat geguckt. Mein Vater, der hat das immer so gemacht. Wenn der mich irgendwas beibringen wollte oder irgendwas sagen wollte, dann hat er mich gesagt, komm, hier geh ein bisschen spazieren. Und das habe ich bis später mit Andreas auch so gemacht. Auch so. Dann sind wir beide losgegangen und dann haben wir über ein gewisses Thema, wo er zu Hause nicht geredet hat, dann haben wir uns darüber unterhalten. Ganz offen und... Er hat auch nie gebracht, ne? Oder was? Nee, mein Vater nicht, ach, um Gottes Willen. Mein Vater war ein ganz feiner, ruhiger Mensch. Wenn er natürlich Wut hatte, war er ein bisschen jähzornig. Aber mein sonst, Vater? Ja, ja, aber sonst war das ein ganz feiner Mensch. Ich weiß noch, wo die ersten Rock'n'Rolls, wo wir da angefangen haben, da war mein Vater natürlich auch ein bisschen. So eine scheiß Musik und Mist, so kann man sich doch ja nicht anhören. Das war mein Vater dann auch, ja. Aber vor uns war ja das so wie heute. Ja. Das ist eben die Musikrichtung, die wächst dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer wieder anders. Und die Jugend wächst ja dann damit und das ist das Schöne. Das finde ich auch immer schön. Ich habe meine Musik und die haben ihre Musik. Ob ich das nun gerne höre, das ist eine andere Kiste. Das hat mein Vater damals nicht verstanden. Und deswegen habe ich das immer, ich habe dem Vater gesagt, ich sage, guck mal, wenn du ein bisschen schneller spielst, oder wenn der Händel da mal ein bisschen da so seine Wassermusik da so runterflattert, ich sage, ja, das ist ja auch schnelle Musik. Ja, das ist aber ganz was anderes. Die Musik kann man verstehen und die hier nicht. Er hat ja mit jemandem schon wen diese Sprache. Ja, dass alles in Englisch gesungen wird, das kann man. Wenn die jetzt Rock'n'Roll gesungen hätten, hätte er das auch nicht verstanden. Wenn der da so richtig so. Weil Elvis Presley hat ja auch in Deutsch gespielt. Manche konnten es hier ja nicht hat gesungen. Und man konnte es hier manchmal auch ja nicht verstehen, wenn er dann so schnell gesungen hat. Wenn das Tempo in der Musik so war. Du hattest ja auch ein kleines Mädchen. Ich hatte ein schönes, hübsches Mädchen damals. War es auch ein schmucker Jüngling, ne? Oh ja. Ja. Die Mutter war ja eine feine Frau. Aber der Vater, der war ein bisschen so was Besseres, wollen wir so sagen. Ja. Hat da nicht reingepasst? Nicht reingepasst in der Familie. Und da waren. Der Bruder, der hat ja auch zu mir gehalten, der war ja auch, aber der Vater eben, der war da jeden. Und das, wenn man immer wieder und immer wieder, dann verliert man mal die Lust irgendwie. Das. Ja, dann haben wir uns dann, hat sie, also ich nicht, aber sie hat dann angefangen und dann wollen wir uns dann nicht trennen und ja, was soll ich sagen. Schweren Herzens solche Sachen, naja, ist gut, denn vielleicht, wenn wir uns mal wiedersehen, vielleicht, ja, dann haben wir es dann vollkommen aus den Augen verloren. Ja, ich hatte auch jemanden aus Schönebeck-Salzelm. Wie heißt doch der Ort vorher? Frohse. Frohse, ja. Und zwar ein Manfred. Der war aber 7 Jahre älter als ich. Und das ging auch nicht so, wie man dazu dachte. Es war ein ganz lieber Bengel, der ist mit dem Fahrrad die ganze Strecke immer angekommen. Aber 7 Jahre Unterschied war ein bisschen zu doll und
Sie wissen ja, wie das ist. Ich war noch zu jung und dann hier so, das ging nicht gut. Wollte ich auch noch nicht. Und der schweren Herzens ist er abgezogen, hat mir dann noch zum Abschied einen schönen Kasten Konfekt geschenkt, hat mir alles Gute gewünscht. Und durch seinen Bruder, den ich dann mal später getroffen hatte, habe ich gehört, dass er dann nach drüben gegangen ist. Mein Bruder, der hatte eine Freundin. Die hat er 4 Jahre gehabt. Und die Schwester von der, die hat bei meinen Schwiegereltern in Buka nebenan gewohnt. Und wir sind da mal eingeladen worden. Und die beiden Frauen, meine zukünftige Schwiegermutter und hier die Nachbarin, die haben so sehr schön Handarbeiten machen können. Die haben sich das immer ausgetauscht. Naja, und ich hatte dann auch frei und wir sind eingeladen worden. Die Männer haben dann eine Runde Skat geklopft und die Frauen haben dann über Handarbeiten und überhaupt über manche so erzählt. Und meine zukünftige Schwiegermutter war so, die hat irgendwie, ist der Funken bei uns rübergesprungen. Jedenfalls sagt sie, wollen Sie auch mal meine Wohnung kennenlernen? Ja, bin ich mit rübergegangen, war ja bloß so auf dem Flur. Und dann hat sie die Kinder gezeigt, hier seine Geschwister. Und der Große war ja nicht da. Und da hat sie so ein kleines Passbild da auf dem Rauchtisch zu stehen gehabt. Sagt sie, und das ist mein Großer. Ich sage, oh, der sieht aber schmuck aus. Und in dieses kleine Bild habe ich mich gleich verliebt. Und meine Schwiegereltern haben immer gedacht, ich habe das Passbild verschwinden lassen, war nicht. Wir wissen nicht, wo das abgeblieben ist. Jedenfalls, ich habe es nicht. Aber ich habe mir so in Erinnerung gehabt. Und denselben Abend passiert was. Da kommt Herr Bredow und hat uns alle mal begrüßt und das. Und er sagt, bleibt er denn noch eine Weile? Ja, ich gebe eine Tasche voll Bier aus. Und das hat er auch gemacht. Dann hat er mich gefragt, wollen Sie mitkommen? Ich sage, gerne, weil ich ja das Passbild gesehen habe. Und nun habe ich ihn in Wirklichkeit gesehen, das war ja nun lieber auf den ersten Blick. Da bin ich mitgegangen und seitdem sind wir verbandelt. War denn das damals mit dem ersten Kuss? Oh. Ach, das weiß ich auch nicht mehr. Weißt du ja nicht mehr? Weißt du das noch? Ja. Wie war es denn erzählen? Brauchst ja dir nichts mehr erzählen. Nee. Wie war denn das? Ich weiß es nicht. Nee? Da habe ich dich nach Hause gemacht. Da sind wir im strömenden, also strömenden Regen nicht, das war so ein Schneeklatsch. Da habe ich sie nach Hause gebracht. Gelaufen, von Buka nach Westerhüsen. Ja. Nach Seibke. Und es hat so schön Kleematsch da unten drunter und das war alles so schön nass, meine Klamotten und alles. Und da war doch kein Regen abweisen, das hat sich doch richtig vollgesogen. Ja. Und nur kein Straßenbahngeld mehr gehabt, keine 15 Pfennig. Das wollte ich gerade hinterher. Okay. Ja, kein Straßenbahngeld mehr gehabt, dann bin ich die Strecke auch noch zu Fuß zurückgelaufen. Wieder zurück, wegen einem Kuss und so weiter. Ja, und unterwegs, wo sie dann hochgegangen ist, haben wir dann so ein Beispiel da so in der Ecke gestanden. Und da haben wir dann uns ein bisschen noch mehr geknutscht, ja. Ja. Wie alt waren Sie da? 16 oder 17. Ja, so ungefähr, ja.
Ja, 17, so, ja, 16, ja, 17. Ja, vor der 18, ja. Das war, bevor du auch weggegangen bist, ja? Ja, ja, dann, ja. Ja. Wie doof man war. Sie hat das Geld gehabt, sie hätte mich 15 Pfennig geben können. Ja. Aber ich war nicht, dass ich da... War zu stolz, was nicht, zu sagen. Aber das war so... Feige war ich, feige, nicht stolz. Nachher haben wir auch uns so gedacht, also hör zu, das machen wir nicht nochmal. Wir waren ja klitschenass. Ja. Wenn einer kein Straßenbahngeld hat, das war ja billig, 15 Pfennig, dann sagt man sich das. Er hatte nun keinen Pfennig und ich hatte nun aber was bei mir. Ja. Hätte er doch sagen können, Mensch, ich habe kein Straßenbahngeld mehr. Aber den Stolz hatten wir damals. Ja, also nicht war ich so hingelaufen und zurückgelaufen. Ja, ja. Ja, was man für einen Kuss und alles so machen kann, ja. Naja, war trotzdem. Ja, ja. Schöne Zeit, ja, Papi. Ja. Ja, wenn ich so heute dran denke. Die kann uns keiner mehr nehmen. Nee. Da müssen ja erstmal alle hinkommen, oder? Ja. Carla. Ja, komm hier. Carla, Leonardo, komm. Oder da, ja. Nein, geh zu Opi. Du hier. Nein, bitte. Ja, ja. Mein Kleiner sind ja. Da. Früher wurde in der DDR ja bis Kulturzentren, also so Kulturhäuser haben wir da so gedacht. Alle 14 Tage oder was war, wurde da richtig Bambuse, schön Blasmusik oder irgendwie andere Konzerte gemacht. Und das war immer ein Tanzabend, immer. Ja, und da haben wir sie ja dann später auch dann verlobt. Da haben wir heimlich in der Ecke. Mit dem Bierchen. Dann habe ich hier oben, gezeigt. So, ich guck mal hier ran, was hier drin ist. Und da waren die Verlobungsringe drin. Ja. Die Hochzeit war alles geplant. Aber der Herr Bredow wurde so sehr krank. Ja, ich war. Ganz dolle Grippe gehabt. Dolle. Nun haben meine Eltern ganz Viehzeug abgeschlachtet. Hühner, Kaninchen, Gaststätte, alles klar. Und er kriegt 40 Fieber. Aber da haben wir ihm 3 Unterhosen verpasst, dass er nicht zittert, weil er hat ja auch Schüttelfrost gehabt und so. Aber er hat es durchgestanden. Das Jahr hat er gebrüllt, so laut, das haben die bestimmt die Nachbarn gehört. Das hat er gemacht, aber meins hat man kaum gehört. Und nun sind 50 Jahre drüber weggegangen und wir sitzen Gott sei Dank noch beide hier.